Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Keller von Resident Evil 7. Ich bin der Fangamer und los geht's weiter. Verstehe ich auch nicht, da eine Taschenlampe und dann greift man stellenweise so in dunklen Sachen und Räumen umeinander, Alter. Passt. Ja, du meinst, dass man die Jumpscares sieht? Und bei FIFA auch gleich, dass man mich sieht, wie ich mich dauernd aufreg. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Da könntest du recht haben, Flo. So, da fehlt was. Was ist verschlossen, wo ich einen Dietrich brauche? Das war, glaube ich, im Keller was. Hey Sie! Oh, Haberer. Machen Sie auf! Hey, hier drüben! Hey Sie! Hey du! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Nur vorübergehend. Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist.
Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie's. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Jawohl. Was soll ich mit einem Messer? Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp! Das Tor! Stopp! Stopp! Alter. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Okay. Schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Alter. Das ist nicht vorbei, weil... Ja, da ist noch was, da ist noch was. Habe ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Boah. Scheiße! Alter. Verschwende da meine Munition, Alter.
Na gut. Dabei spielen wir das einmal als Vollprofi, als hätten wir das schon gespielt. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Na gut. Das ist jetzt krasses. Na gut, ein Pendel haben wir halt. Alter. Da geht's aus. Ist auch die Frage, Flo, ob ich wirklich geeignet bin für Horrorspiele. So, einer von drei. Weil ich mich in Resis schon so arsch anstelle. Hallo! Kann er gleich sterben? Auch? Aber man kann gar nicht zielen auf sie. Nein, ich sollte echt Munition sparen.
Sehr gut. Na gut, Mias Kassette. Werden wir das nächste Mal machen. Ich bin der Fangeber, macht's das gut. Ciao und Baba.